Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slowaka. Weiter geht's mit Slowaka Games. Und wir haben Remember Mad TV fast fertig. Und ich muss sagen, je mehr ich mich jetzt hier so reinspiele und je mehr ich an alte Spiele denke, desto mehr Bock habe ich auch so ein paar Spiele so zu nennen, wie so, oder zumindest nachzubauen, die so ein bisschen so sind wie das damals. Vor allen Dingen, weil ich jetzt immer google, was da alles so rausgekommen ist. 88 zum Beispiel auch rausgekommen, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche. Jetzt muss ich fast nochmal gucken. Na, wo war's? Doch, ja, 88 rausgekommen. Zack McCracken. Wer das noch kennt, also großartiges Adventure und der Vorläufer von dem ganzen anderen Kram, Maniac Mansion, Day of the Tentacle und so weiter und so fort. So, aber genug gequatscht. Erstmal, Starflight One Europe hat keine Verkäufe mehr, das können wir vom Markt nehmen. Und damit können wir auch, also wir machen das erstmal vom Markt nehmen, 3,7 Millionen. Und jetzt sollten wir in der Lage sein, auch wenn wir jetzt direkt Remember Mad TV auch rausbringen, machen wir das trotzdem jetzt direkt mal, ein Add-on-Bundle zu machen, und zwar von Starflight One America zusammen mit Starflight One Europe. Das können wir jetzt zusammen nochmal rausbringen, hat bloß eine Dreier-Qualität, okay. Starflight One Complete Edition ohne America. Also man könnte das nochmal deutlich vergrößern, diese Sachen, und Add-ons über Add-ons rausbringen. Müssten dann immer Bezahl-Add-ons sein, aber können wir auch nochmal probieren. Okay, dann machen wir das trotzdem mal, und das kostet aber nur 24. Das ist trotzdem jetzt insgesamt nochmal billiger, ist also ein richtiges Schnäppchen sozusagen. Die Spielanleitung ist hier drin und in der Collector's Edition ist die Sammelfigur drin. Und völlig richtig, übrigens beim letzten Mal habe ich immer mal ein Poster reingelegt und habe gesagt, das ist die Spielwelt, aber es gibt eine Karte der Spielwelt extra. Tja, haben wir das Falsche reingelegt. Aber unsere Karte der Spielwelt ist einfach ein Poster. Wir haben es einfach ein bisschen billiger abgedruckt. Na gut. So, das bringen wir also auch raus. Und zwar direkt in... Das schon in einer Woche. Und dann können wir auch Remember Mad TV, glaube ich, fertigstellen. Es soll... Nee, da muss... Die Soundabteilung muss noch ein bisschen arbeiten. Okay. Space funktioniert nicht. Jetzt geht's aber... das heißt, wir müssen das natürlich hier, die Complete Edition, mal produzieren. Was passiert eigentlich, wenn wir jetzt hier auf automatisch nachproduzieren drücken? Dann machen sie 16.500 Stück. Naja, sollen sie das mal machen. Und es werden auch sofort welche verkauft. 7.800 haben wir gerade so geschafft. Und jetzt möchte ich noch einmal die Aufgabe abbrechen, weil ich möchte nochmal reinschauen, ob wir jetzt... Ah, okay. Was sie nicht produzieren, sind die Deluxe und die Collector's Edition scheinbar. Oder vielleicht hätten sie es gleich noch gemacht. Ich lasse es mal auf automatisch nachproduzieren und dann schauen wir mal, ob sie das noch weiterhin machen. Und wir schauen auf die Musikabteilung, die jetzt auch fertig ist. Jetzt wird nur noch gepolished, das heißt Remember Mad TV sollte beendet sein. Und ach, guckt mal, es sieht fast genauso aus. Ist ja cool. Naja, sieht fast genauso aus, aber doch, der Screen, der dahinter ist, sieht so ähnlich aus wie der Büroscreen von Mad TV. Sind ja eigentlich irgendwie Leute unter euch, die sich Retro-Let's Plays angucken würden? Schreibt mal, falls ihr darauf Bock habt, weil ich so Bock gekriegt habe, Mad TV zu spielen. So, es wurde alles abgeschlossen, Entwicklung brauchen wir nicht mehr fortsetzen. Der Hype ist nur bei 40, haben wir das schon wieder vergessen? Ah nee, wir warten das noch ab. Kling. Und jetzt ist der Hype bei 71, immerhin. Also hätten wir jetzt auch nicht abwarten müssen, das wäre ja gleich noch, wir produzieren das ja eh noch nach. So, das Ding bleibt aber mal bei den 29. Wir machen wieder eine Spielanleitung rein. Gibt es irgendwas, was so richtig Sinn machen würde? Ein Schlüsselanhänger. Eigentlich macht ein Schlüsselanhänger, das ist neu, oder? Oder gab es ihn schon immer? Na, vielleicht gab es ihn auch schon immer und ich habe ihn einfach übersehen. Der Schlüsselanhänger macht deswegen Sinn, weil man bei Mad TV nämlich den Schlüssel zu den anderen Büros von Betty bekommt. Das ist sozusagen gleichzeitig mit der Leitung des Fernsehstudios, das man hat, muss man gleichzeitig probieren, die Chefin sozusagen zu bezirzen mit unterschiedlichen... Man muss ihr mindestens Ferrari schenken, um den Schlüssel zu kriegen. Aber dann kann man bei seinen Gegnern ins Büro reingehen und gucken, was die für ein Fernsehprogramm machen.
Deswegen sollte hier zumindest in der Deluxe Edition, ah, da ist eh ein Schlüsselanhänger drin. Na komm, dann gibt es den jetzt auch in der Standard Edition schon. Machen wir nicht mehr ganz so viel Gewinn. Ich glaube, es wird gut, oder? Wollen wir es teurer machen? Nee, ich lasse so. Ich lasse so und das Ding kommt erst in 2 Wochen, denn wir wollen ein bisschen produzieren. Ich weiß nicht, warum die immer sauer werden hier. Keine Ahnung. Aber macht ja auch nichts. Die sind irgendwie sauer. Viele Sachen zum ersten Mal, vor allen Dingen thematisch. Ansonsten kennen wir uns ein bisschen besser aus. Die erweiterte KI. Die KI war nicht so gut in MadTV, aber naja. Man hat es dann schnell rausgehabt. Und ja, komm, komm, komm. 87. Also wir sind gleichbleibend auf in den hohen 80ern die meiste Zeit. Auf ein durchdachtes Gameplay wurde scheinbar Wert gelegt. Hier wurde vieles richtig gemacht. Ist mein System kaputt? Bisher gab es darauf noch nie so eine perfekte Grafik. Dieser Titel zeigt, wie der Sound von morgen klingt. Es ist fantastisch. Ein Wort zur Steuerung. Perfekt. Wenn man in ein paar Jahren über die guten alten Zeiten spricht, ist dieser Titel ein Grund dafür. Jawohl. Das ist ein neuer Satz. Okay. Und wir sprechen ja über die guten alten Zeiten. So wie sich das gehört. Wir produzieren das gleich hier. Und werden das auch auf Automatik stellen, aber mit so einer Standard-Anfangseinstellung. Und dann schauen wir mal. Also das ist jetzt wirklich nicht viel, was wir da produzieren. So, Spielbericht. Remember MadTV. Updates. Kann man natürlich gucken, ob wir für Western Lands Gold Diggers vielleicht nochmal ein Bezahl-Update machen sogar. Das geht ja relativ fix. Also wir können mal gucken, Starflight 1 Complete Edition hat jetzt 8000 verkauft hier. Das ist ja nicht so schlecht, das ist jetzt schon im Plus. Nach einer Woche 154.000 im Plus, insofern machen wir das mal. Machen wir kostenpflichtige Add-ons mit dem Ganzen drumherum. Wir können das Unterthema ändern. Gut, Zeitreisen. Also wir können uns das jetzt so erklären, dass natürlich die Zeitreisen jetzt im Add-on, die machen natürlich im Grundspiel Sinn, weil wir ja wie bei Assassin's Creed da so hinfliegen, aber jetzt im Add-on, das spielt komplett in dieser Western-Welt. Und das heißt, wir haben Cowboys und... Tja. Mal gucken. Also wir können was mit Pferden machen vielleicht. Mit Eichhörnchen immer. Eichhörnchen gibt es zu jeder Zeit. Aber passt nicht hier noch irgendwas hervorragend vielleicht zu einer Western-Geschichte? Gangster geht natürlich immer. Gefängnis würde auch gehen, theoretisch. Historisch, Hexen, Hubschrauber, Horror. Komm, gib mir was Cooles. Ich scroll schon zu lange. Mach hin. Kopfgeldjäger. Kopfgeldjäger passt ganz gut. Das ist super. Kriegt man eine neue Figur, beziehungsweise es gibt eine neue Figur. Und das ist, ja, mit allem. Wahrscheinlich. So wie immer. Wie immer mit allem. Und was machen wir hier? Das habe ich jetzt schon wieder vergessen, wie das da war. Da schauen wir einmal in den Spielbericht von... Ach Mann, mach's mir doch einfach. So. Da war es 40, 30, 15, 15... Gameplay ist immer sicher. 15-15, das passt eigentlich auch hier ganz gut. Finde ich auch hier gut. Wir können sogar Technik noch einen runter machen und Gameplay noch einen hoch. 2 hoch. Haben wir, glaube ich, damals auch gemacht. Weniger Steuerung verbessern. Mehr den Rest. So, das haben wir schon alles gemacht. Da übrigens auch danke für den... Es muss eine Sprache, natürlich für alle Sprachen. So. Gut. Das machen wir. Es gibt erweiterte Physik und einen neuen Kopierschutz. Dann gehen wir erstmal... Oh, es gibt noch was. Erweiterte Physik. Und was ist das andere? Dynamische Musik. Das habe ich verpasst irgendwie. Aber fang mal an mit der erweiterten Physik. Und ich gucke nochmal zwischendrin. Ist hier eigentlich noch... Hier sind 3 Leute noch drin. Ich kann, das hat mir auch jemand gesagt, hier natürlich alle Leute anschauen. Was ist der? Der ist krank. Aber das sind alles 70er, dann nehmen wir die tatsächlich alle. Vielen Dank für den Hinweis, das ist in dem Fall wirklich sehr, sehr hilfreich. Dann schmeißen wir die hier rein und dann schauen wir hier nochmal rein und holen uns da 3 schlechtere. Ups, falscher Knopf. Dahin.
holen uns hier drei schlechte raus. Ja, da ist noch jemand noch schlechter. Dann nehmen wir Uwe Rensenbrink noch raus. Was ist das? Achso, die hat keinen Tisch. Ja, deswegen nehme ich die jetzt hier raus und bringe sie hier hin. Damit sollte die Forschung nochmal deutlich schneller gehen. So, wird jetzt hier... Hier wird ja gar nichts produziert bei Remember Matt TV. Doch, Lagerbestand 20.000. Bestellungen 4.000. Hä? Ach so, Vorbestellung. Ja, das Spiel ist ja noch nicht rausgekommen. Jetzt haben wir das nur mit 25.000 Stück plus 8.000 andere. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ob das automatisch so auf so einem kleinen Stand funktioniert, wenn die einfach jeden Monat weiter das da abarbeiten. Man sieht aber schon gar nichts mehr. Blue Squirrel Lily haben wir auch in automatischer Produktion. Hier gibt es keine. Eieralarm wird sich langsam ausbaldowern. 11.000. So, Western and Gold Diggers Addon, ein befreundeter Musiker, Musikstar eines Mitarbeiters, hat kostenlos einen Soundtrack für dein aktuelles Spiel komponiert. Vielen Dank auch. So, aber ich wollte ja eigentlich noch was nachbauen. Ich wollte nämlich für 88, mal abgesehen davon, dass Zack McCracken rausgekommen ist 1988. Ich habe jetzt geguckt übrigens nach den Amiga-Veröffentlichungen, ja. Also insofern kann es sein, dass es immer vorher schon eine Fassung gab, falls ich hier was Falsches sage. Nicht böse sein, sondern es geht hier um Amiga-Veröffentlichungen. Und es kam 1988 ebenfalls Speedball raus. Ich habe Speedball 1 gar nicht so viel gespielt, aber Speedball 2 wahnsinnig viel. Was ist denn das hier jetzt? Wartet. Ja, macht mal die Bugs zu Ende. Haben wir das? Oh nein. Nee. Können wir auch gar nicht, aber wir haben vergessen, denen das Bugfixing aufzutragen. Und sie hätten natürlich auch alle beim Polishing mithelfen können. Aber gut, es wird... wollt ihr nochmal mit polishen? Noch eine Runde. Macht mal. So, da ist der Hype natürlich relativ gering. Ich würde da eine... Was ist denn Spezialmarketing? Oh! Was ist denn das? Neues Update oder was? Habe ich nicht mitbekommen. So, dann schauen wir doch mal. Nach Release des Spiels. Wir können ein Demo veröffentlichen. User Reviews faken. Wenn du falsche User Reviews erstellst und erwischt wirst, macht das keinen guten Eindruck. Ja, das verstehe ich. Ein Demo kann je nach Qualität des Spiels Hype erzeugen oder Hype verringern. Und während der Entwicklung können wir eine Beta-Demo veröffentlichen. Eine Vorab-Version für die Presse rausgeben. Und ein Überhype erzeugen. Überhype kannst du erst erzeugen, wenn dein Spiel einen Hype von mindestens 90 hat. Bedenke, dass deine Fans enttäuscht sein könnten, wenn dein Spiel keine sehr hohe Bewertung erhält. Verstehe. Das ist ja cool. Dann, habe ich ja noch nie gesehen. Wollen wir das Add-on mal vorab der Presse geben? Ja, warum nicht? Okay, dann müssen wir die Abteilung doch nochmal vergrößern. Und dann kommen hier die Studio-Tourmeister, die kommen hier irgendwie weg. Wir haben hier, das scheint noch nicht schlimm zu sein mit den Fragen der Fans. Arbeitet Physik ist gleich durch. Hier werden Bugs rausgefischt. Okay, das dauert auch nicht so lange. Mal schauen, was das jetzt gemacht hat. Jetzt habe ich natürlich nicht geguckt. 27 ist jetzt der Hype. Komm, wir machen nochmal was. Spezialmarketing ist ja geil. Haben wir noch was, was wir jedes Mal anklicken müssen? Eine Beta-Demo. Nee, wir veröffentlichen gleich nochmal eine Demo. Das ist doch super. Wenn das gut ankommt. Ach, wir können auch mal eine Demo von dem anderen noch. Was läuft denn gerade ganz gut? Starflight One. Wir können ja von Western Land Gold Diggers, jetzt wo wir das Add-on rausbringen, bringen wir nochmal eine Demo von Western Land Gold Diggers, von dem alten Ding raus. Faken tun wir nichts. Und wir sollten sowieso da... Ach so, den Überhype können wir aber nicht mehr hinterher erzeugen. Weil es hat einen Hype von 96. Schauen wir mal, was das macht. Das bisschen. So, die sind fertig. Abschließen. Sieht ganz gut aus. Das werden wir weiterhin selbst vertreiben. Und hier kommt jetzt in die Standardedition. Ach nee, das können wir nicht machen, ne? Doch. Hier kommt in die Standardedition jetzt die Karte rein. Weil wir beim letzten Mal nur ein Poster gemacht haben. Ist aber schon billiger. Das ist ja ein Add-on. Das macht ja keinen Sinn, das dann genauso teuer zu verkaufen. Und selbst das ist schon ganz schön heftig, wenn man daran denkt, dass das Originalspiel 29 gekostet hat. Aber gut, mit den heutigen
mit den heutigen Verkaufstaktiken ist das immer noch Peanuts hier, was wir hier verlangen. So, Kopfgeldjäger und Cowboys, das ist ein super Add-on, ganz klar. Heißt das einfach Westernlands Gultigers Add-on? Haben wir das nicht umbenannt? Gottes Willen. Komm, wenigstens die 80. Schade. Aber gut, wir haben es auch nicht umbenannt. Das ist ein böser Fauxpas, möchte ich mal sagen. Das ist nicht cool. Aber gut, wir bauen uns. Brauchen wir noch von dem anderen noch was eigentlich? Ich glaube nicht. Was wird hier unten? Da ist das Gultigers, das Original. Ja, es wird alles noch verkauft. Dann machen wir das hier nochmal. Das Add-on ohne Namen. Das können wir so mit automatisch nachproduzieren, eigentlich da starten. So, wir konnten viele unentschlossene Spieler mit der Demo-Vision überzeugen. Der Hype deines Spiels steigt um 11. Ist doch cool. So, und irgendwas ist hier aufgetaucht noch. Genau, nochmal ein Gameplay-Feature. Wir haben jetzt nicht nur dynamische Musik, sondern auch einen dynamischen Schwierigkeitsgrad. Fangt ruhig mit der dynamischen Musik an. Beziehungsweise, wisst ihr was? Wir können jetzt das nächste Spiel machen. Das heißt, ihr fangt nicht mit der dynamischen Musik an, sondern ihr fangt an mit dem dynamischen Schwierigkeitsgrad, weil ich glaube, das kommt von der Musikabteilung. Das könnten wir später auch noch aktivieren. Und das müssen wir im Vorfeld reinsetzen, wenn wir das hier entwickeln. So, ihr könnt noch ein kostenloses Update machen. Und zwar für Westernland Gold Diggers. Das sollte man sowieso nochmal updaten. Dann passt das jetzt auch besser zum Add-on. Und wir überlegen schon mal, was wir als nächstes machen. Haben wir noch eine Game of the Year Edition? Jawohl, Drive-By Shooting 2 ist mittlerweile auch als Game of the Year Edition möglich. Wir kommen bestimmt schon wieder Richtung Weihnachten. Nein, immer noch nicht. Gut, dann schaue ich nochmal auf meine eigenen Spiele. Wie immer, weiß ich nicht, wo ich das am besten tue. Ich schaue hier nochmal. Was machen wir als nächstes? Wir haben hier jetzt nochmal ein Add-on. Wir können das natürlich auch unendlich weiterziehen, dass wir noch weitere Add-ons für Westernlands machen. Aber ich wollte Speedball machen, genau. Das heißt Sport nochmal. Verzeihung. Popeye verkloppt Feen im Zug. War das letzte, nee, das ist ein Kampfspiel. Wo ist das Sportspiel? Football Champion 83. Da haben wir uns auch lange nicht mehr mit beschäftigt, mit dem Sportabteilung. Wo ich doch früher mal geplant habe, eine eigene Sportdivision hier herzustellen. Aber gut, dann machen wir, das hatte ja auch ein paar Punkte wenigstens, das werden wir tun. Das heißt, die hier oben können schon mal beginnen, eine Engine zu updaten. Und zwar die gute alte Sport-Engine, die nur 11 Features hat bisher. Rein damit mit der guten 2D, 16-Bit-Grafik und so weiter und so fort. Wunderbar. Nicht verkaufen für den PC. Wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Amiga jetzt mittlerweile? 1,8% hat der nur. Naja, der hat halt so viel, aber es spielen halt nicht alle auf dem PC, ne? Das ist das Ding. Aber gut. So, und ihr könnt, glaube ich, mal die Unterstützung hier oben machen. Denn das wird länger dauern. Dafür könnt ihr eigentlich noch polishen, wenn ihr wollt. Ach nee, könnt ihr nicht. Das ist hier nur ein Update. Aber ihr könnt noch einen Spielbericht könnt ihr auch nicht machen, weil das auch beim Update nicht geht richtig. Okay. Dann lassen wir das. Die dynamische Schwierigkeitsgrad ist drin. Wir können ein bisschen schneller werden. Hier läuft alles. Glaube ich. Viele Fans sind begeistert. Wunderbar. So, die sind durch. Ich dachte gerade, es sind 11 Leute gegangen. Nee, die sind nicht durch. Dynamische Musik kommt noch. Jetzt sind sie durch. Gab es da noch was? Nein. Die haben wieder Pause. Das Ding läuft mit 8000. Ich bin begeistert. Starflight 1 Complete Edition hat jetzt schon 2,2 Millionen gemacht. Der Wahnsinn. Eye Alarm ist bald durch. Und Westernlands wird immer fetter hier. Sega Mega Station ist da. Jetzt ist das die Sega Mega Station ist da. Und eine neue... noch was anderes Neues. Aber dieses Demo-Ding hat offensichtlich echt was gebracht, ne? Ich schaue jetzt nochmal auf Spezialmarketing, beziehungsweise ich glaube, wir müssten mal einmal 36 Wochen und ich glaube, unsere letzte Marktforschung ist eine ganze Weile her. Das ist nämlich die von jetzt. Also ist die Marktforschung als nächstes dran. Neue Marktforschung bitte durchführen. Die sind auch durch mit dem Update.
Die Engine, ja, 74%, dauert nicht mal allzu lange. Ja, das machen die da oben, machen gleich weiter. So, auf geht's. Ich hoffe, ich verpasse es nicht, wenn man jetzt hier MMOs und sowas herstellen kann. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen hin. Hier gibt es nämlich noch nichts Neues. Nein, noch nicht. Kling, 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 weil es klingt so oft, dass ich gar nicht mehr gucken kann. So, jetzt ist das Ding durch. Jetzt bauen wir uns, aber das machen wir neu. Das ist keine Fortsetzung, das ist auch kein Remaster. Das ist ein neues Spiel. Es ist auf jeden Fall ein Sportspiel. Und das ist mit dem Untergenre Kampfsport, würde ich sagen. Auch wenn es nicht ganz stimmt. Bei Speedball. Also bei Speedball, das ist quasi wie eine Football-Variante, aber mit weniger, also es ist eigentlich American Football in der Zukunft und sehr viel brutaler und nicht ganz so taktisch, also nicht ganz so viel hin und her mit sich vorne aufstellen, sondern mehr, es sieht dann mehr aus wie Fußball, aber man wirft mit der Hand trotzdem so einen American Baseball in der Gegend rum. Also eigentlich ist das Extremsport, muss man sagen. So, wie kriegen wir das jetzt am besten hier zusammengehackt, dieses Spiel? Es gibt einfach zu viele Sachen, ne? Steampunk ist es nicht, Spielentwicklung, Spezialeinheiten. Ich fange mal unten an. Also, man möchte es ja, auch wenn es scheinbar nicht wirklich wichtig ist. Hier ist ja richtig Wilder Westen. Das hätten wir ja für den Wilden Westen auch nehmen können. Ja, man kriegt nicht mal alles mit. So, aber vielleicht finden wir ja jetzt was Schönes. Tintenfische, Themenparks. Es gibt so viel Zeug. Und so viel blödes Zeug auch, ne? Also es wäre theoretisch mal Sport, aber wir können ja nochmal gucken. Wir können da ja schon mal anfangen. Warte, wo sind wir? Da. Spionage, Söldner, Spezialeinheiten, Singen, Schiffe, Schätze, Schatzsucher. Roboter sind es nicht. Sondern es sind da schon richtige Leute in so Anzügen. Also in so gepanzerten Teilen. Ich finde gerade nichts, was passt. Warte mal. Mecha, Militär, Lastkraftwagen. Ja, die Lastkraftwagen-Simulationen, die starten wir auch schon in den 90ern. Und dann gucken wir mal, ob das auch da ankommt. Katzen, Kampfkunst, ja, wir können sonst Kampfkunst machen, aber das stimmt eigentlich nicht. Dann machen wir jetzt Sport und American Baseball, aber das stimmt ja auch nicht. Fitnessfische, Flugzeuge, Fernsehen, Fantasie, Extremsport. Gibt es Zukunft als Thema? Nee, selbst das gibt's nicht. Warum gibt es in Zukunft nicht? Weil dann würde ich vielleicht American Football und irgendwas, was dann dazu passt, was Richtung, ach man, Cricket, Cyberspace. Cyberspace von mir aus. Nee, es ist nicht im Cyberspace. Stimmt nicht. Es stimmt doch alles nicht. Liebe Leute, es tut mir sehr leid. Ich muss mich gerade entscheiden. Und es stimmt nicht das, was, es ist nicht das, was ich möchte hier. Endzeit ist es nämlich auch nicht. Evolution ist es auch nicht. Ach komm. Dann machen wir jetzt American Football und Extremsport oder sowas. Ich würde wahnsinnig gerne was finden, was passt. Aber okay, bevor ich euch alle, bevor ihr jetzt alles gibt, Eiszeit ist natürlich auch nicht schlecht. Was wollte ich nehmen? Extremsport wollte ich nehmen. So. American Football als Extremsport in der Zukunft ist das Ganze. Es sollte mit A noch gerade so funktionieren. Das Originalspiel heißt Speedball. Komm. Man kann bestimmte Sachen nicht anders nennen, wenn man sie nachbaut. Also machen wir das so ähnlich und nennen es American Speedball. Es ist eigentlich für alle. Es ist ein Standardspiel. Wir können noch keinen Multiplayer machen. Wann kommt der? Weiß man das schon? Nee. Schade. Okay. Lizenzen können wir nochmal gucken. Weil das gar nicht so blöd ist. Was ist denn hier los? Es gibt nur noch zwei Lizenzen gerade auf dem Markt. Ach ja, richtig. Hier, wir haben ja hier Vertrauensverlust. Es gibt gerade keine Lizenzen. Außer James Bond. Das will keiner haben, das gibt's noch.
Okay, dann ohne Lizenz. Auf geht's, Sport Engine. So, auf den Klassikern. Wir schauen noch einmal nach, ob es irgendwas Frisches gibt. Der Atari macht tatsächlich mehr Punkte, ist allerdings Technologiestufe 1. Ich glaube, das können wir vergessen. Da die Spiele, die wir machen, passen da nicht mehr drauf. So, dann machen wir das so, wie wir das vorher auch gemacht haben. Und dann geht's los hier. Es gibt einen neuen Kopierschutz, den ATC Protect V2. Nein. Den nehmen wir. So. Na, dann schauen wir doch mal. Es ist lange her. Kampfsport, Sport, Football Champion. Ach so, ja. Völlig falsch. Wir brauchen natürlich den. Wir brauchen natürlich den Spielbericht. Football Champion 83 war 14488. 14488, 20, 30, 10, 40. 14488, 20, 30, 40, irgendwas, oder? Man muss ja dann 20, 30, 40, 10, stimmt das? Ich bin wieder völlig falsch, oder? 20, 30, 10, 40, andersrum. 14488. 14488, das stimmt. Und das war aber bei 10 und das war bei 40. Was sagt denn der Spielbericht, was gut? Was sagt der Spielbericht, was gut wäre dafür? 20, 30, 10, 40. Achso, ja, logisch. Das habe ich ja jetzt schon eingestellt. Blöd. So, wir haben hier mehr Story, mehr Optik, mehr Content, mehr Spieltiefe, mehr Core Gamer. Mehr Optik, mehr Story, mehr Content, mehr Spieltiefe, mehr Optik, ja, wahrscheinlich. Mehr Story, aber ich glaube nicht viel. Mehr Content, mehr Spieltiefe, da gehen wir mal ein bisschen ganz in die andere Richtung. Und zu sehr für Casual Gamer. Lassen wir es mal rechtsbündig abschließen, sagen wir mal so. So, der Sound ist am schlechtesten, die Technik ist wichtig, Gameplay ist so weit unten. Wir machen unseren Standard, dass wir ein bisschen mehr Gameplay mit reingeben, weil wir da immer so mies sind. Und was ist jetzt das Gelbe? Was soll das heißen? Also, es ist jetzt, nachdem ich... Ah, gucke mal. Da stehen jetzt noch weitere Sachen. Und zwar, was steht da? Na komm, zeig's mir. Du hast mir da doch auch gezeigt. Gameplay 50, Technik 50. Da steht Gameplay 10, Grafik 0, Sound 80, Technik 10. Also, in irgendeiner Form sollen sich diese Teile jetzt anpassen. Also das, was ich immer machen wollte mit einzelnen Sachen, die dann passen zum Spiel, das sollen sie jetzt ein bisschen implementiert haben. Ich mache natürlich trotzdem jetzt erstmal wieder alles an, aber ich will es wahnsinnig gerne ausprobieren. Und jetzt sind hier neue Informationen aufgetaucht, die ich noch nicht ganz sehen, also verstehe. Es gibt also wiederholbare Quests, bringen Gameplay und Technik nach vorne, nehme ich mal stark an, soll das heißen. Aber das hat ja noch nichts mit dem Spiel zu tun, ne? Na gut, wir machen es erstmal wieder voll. Das machen wir sowieso voll und dann geht's auf. Und wir unterstützen. Und wir unterstützen alle die Leute hier. Und ihr unterstützt die auch. Mit verbessertem Gameplay. Und ich glaube, es sind noch alle in der Unterstützung beteiligt. Und ihr könnt mal Bug fixen direkt, weil das wird wieder viel werden. Und liebe Leute, und der ist sauer, warum auch immer. Was ist los mit dir? Keine Ahnung. Hast nichts zu tun halt, ne? So, liebe Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es hier weitergeht. Wie ist denn jetzt eigentlich Remember Mad TV? Liegt bei 7,5. Das ist, ja, ist nicht so gut, ne? Hat halt auch keinen fetten Hype. Ich mache nochmal was. Ich muss nochmal beim Spezialmarketing gucken bei Remember Mad TV. Das war doch jetzt nicht so schlecht. Wir können da nochmal eine Demo veröffentlichen auf jeden Fall. Ja, und dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. So, ich werde ein bisschen vorproduzieren wahrscheinlich. Aber das stört euch hoffentlich nicht. Wenn ich Fehler mache, kann ich aber erst und ihr sie seht, dann werde ich erst ein bisschen später darauf reagieren. Nur, dass ihr Bescheid wisst. So, wir sehen uns. Bis dahin. Macht's gut.